Ja, willkommen zurück zu Kenji. Beim letzten Mal, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ziemlich herumgeeiert. Wir haben alle alten Städte besucht, wir haben zwei der Hive Villages besucht gehabt, in der Hoffnung, irgendwo Sleeping Bags zu finden. Und wir haben das einfach nicht gebacken bekommen gehabt. Das hat mich wirklich sehr angekotzt, weil wir mehr oder weniger eine Stunde damit verbracht haben und nicht erfolgreich waren. Dann haben wir versucht, Leute zu rekrutieren. Wir haben da alle Bars abgeklappert und wir haben definitiv ein paar Leute gefunden, aber die wollten halt alle irgendwo Geld dafür haben. Wir haben zwar zu einem gewissen Grad aktuell Geld, damit man die kriegen könnte, aber muss ganz ehrlich zugeben, da bin ich aktuell noch ein bisschen zu geizig für. Und dementsprechend war ich mal so frei und habe mal wirklich eine größere Latte an Mods hinzugefügt. Und zwar ganz unten fangen wir an mit größerem Squad Limit. Das werden wir aktuell nicht wirklich brauchen. Aber es gibt ein anderes, und zwar Recruit Prisoners, was einfach das Ganze abhängig davon macht. Dementsprechend ist es jetzt einfach schon mit dabei. Recruit Prisoners ist, denke ich, relativ klar. Wenn man Leute gefangen hat, in Käfig gesteckt, hat man die Möglichkeit und die Mod selber, wenn man sich das bei der Steam Workshop Page anguckt, listet auch zu einem gewissen Grad auf, wie das aussieht. Es gibt Leute, bei denen es einfacher ist, bei anderen wiederum schwerer. Dann New Recruits, More Recruits, das heißt also, da war jemand so frei und hat sich hingesetzt und hat eigene kreiert gehabt. Lonely Recruits, also ungefähr die gleiche Richtung. Gibt auch ein paar, ich glaube, More Recruits ist das wiederum, wo man die Chance hat, in den Bars mehr Leute anzutreffen. Dann habe ich mich hingesetzt, Shops have more items. In der Hoffnung, dass wir da das finden, was wir wollen und das Shopping Economy nochmal ein bisschen verbessert wird. Ich hoffe einfach mal, dass das kein zu großer Schritt ist, aber einfach nach dem letzten Teil, wo ich aktuell jetzt hier gerade bin und nicht sicher bin, wie ich das euch überhaupt präsentiere, denn da einfach nur eine Stunde herumzuäumeln, klingt wirklich ein bisschen doof. So, das ist Eis. Die hatten wir beim letzten Mal ja angetroffen gehabt. Aber so wirklich interessant oder interessiert, sollte man sagen, war ich da noch nicht. Einfach weil, wie gesagt, die will Geld haben. So, gucken wir mal, ob sich jetzt bereits schon was getan hat. Let's trade. Noch nicht. Okay. Also da, wie gesagt, habe ich nur so ein bisschen grob überflogen. Hey, mehr Items, das klingt nach einer guten Sache. Aber wann das wirklich passiert, ist natürlich eine andere Frage. So, ebenfalls. Was mich wirklich ein bisschen ankotzt, ist, dass die Gegner oder Leute, nennen wir es so, wie es ist, hier einfach in meine Tür sich oder in mein Haus sich reinspawnen können. Und wenn ich das Ganze abschließe, dann das Ganze einfach kaputt machen. Dementsprechend, wir lassen das jetzt einfach zu, aber unabgeschlossen. Und hoffen einfach mal, dass uns dann über die Zeit nicht das Zeug geklaut wird. So, ich werde. Wie viel Uhr haben wir? 4 Uhr in der Früh. Ja, okay, da muss ich jetzt ganz kurz noch warten. Aber ich würde sagen, wir gucken uns dann wirklich nochmal die größeren General Stores an, in der Hoffnung, dass es da irgendwas tatsächlich gibt. So, bis dann halt die Uhrzeit uns erlaubt, da reinzulatschen. Arbeiten wir doch einfach nochmal ganz kurz hier ein bisschen, von wo du das machst. Halben Kilometer entfernt, aber das soll mir Wurst sein. So, wir hatten aber auch gesehen gehabt, dass es in der Umgebung so ein paar bessere Deposits hier gibt, die sogar zum Teil 100 als Qualität haben. Heißt also, vielleicht werden wir in der Zukunft auch darüber springen, obwohl ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie das tatsächlich abläuft. Denn wir hatten beim letzten Mal gelernt gehabt, gerade wo wir hier die neuen Hosen gekauft haben, hätte ich fast vergessen, dass halt Prototype der niedrigste Typ ist, Shoddy der nachfolgende. Also wirklich so ein bisschen, wie man es aus MMO kennt. Grau ist am schlechtesten, dann gibt Weiß, dann glaube ich kommt Blau in dem Spiel. Normalerweise alle vor der Vorkauf würde erst Grün kommen, dann Blau, dann Lila. Aber hier ist es scheinbar ein bisschen anders oder ich habe einfach die Reihenfolge hier noch nicht so hundertprozentig miterlebt. Ist ja alles möglich. So, ich habe einfach mal zwei von denen gesammelt. Das ist nicht die Welt, aber hey. Wir wollten einfach die Zeit ein bisschen clever überbrücken. So, wir wissen zum Beispiel, hier oben sind Gefangene. Die Frage ist, wenn man dann zum Beispiel jetzt reinlaufen würde und sagt, hey, ich bin bereit, hier jemanden freizukaufen, ob man die dann so bekommen könnte. Das wäre natürlich auch eine interessante Idee. Wie läufst du eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Okay. Also da gibt es eine gewisse Richtung, die eingeschlagen werden muss. Das ist eine Police Station. Das ist eine Bar. Barracks, Barracks, Bar. Armory, Temple, General Shop. Du bist immer noch meines Erachtens Station Nummer 1, die man ansteuern sollte. Interessanterweise, man kann das kaufen für 4000. War das schon immer kaufbar? Interessant. Ich weiß, dass es einen von denen gab, den hier. Den kann man nicht kaufen.
Natürlich interessant. Also im Endeffekt, man spart sich halt so ein bisschen Geld. Und ich gehe mal wirklich davon aus, dass es tatsächlich auch günstiger ist, das Ganze gerade eben kaputt zu kaufen. Wenn man überlegt, ich meine, guck mal einfach mal, wenn du das hast, dann können wir das ja relativ simpel ausrechnen. So, und zwar Building Materials. Man zahlt ein bisschen über 500. Wenn man 1500 für kaputt plus ein bisschen über 500 zahlt, ist man nur noch besser bei zu 4000 zu verkaufen. Das ist also durchaus schon richtig. Okay, das hilft mir weiterhin nicht. Das ist wirklich ätzend. Ich meine, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in meine eigene Bude zurück. Ich will nochmal gucken. Wir haben nämlich ja auch Forschung mittlerweile. Das sollte vielleicht. Wo ist jetzt eigentlich meine Bude da oben? Hier, ist hier. Ich will nämlich nochmal gucken, ob wir da nicht sogar was finden. Irgendwelche Informationen. Dankeschön. So. Als erstes machen wir nochmal hier die Überblick. Wir wissen, wir könnten hier das Simple bauen. Dafür brauchen wir ein Sleeping Bag. Gibt es für mich irgendwie die Möglichkeit, gerade sowas wie Leder selber zu verarbeiten, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht das selber irgendwie basteln kann? Animal Feeder, Food Storage, also das reine Storage. Ja, Storage für Dried Meat. Haben wir das genutzt gehabt für Dried Meat? Kann sein. Small Research Bench. Okay, das haben wir. Ja, der Rest schreit jetzt aktuell noch nicht danach. Was haben wir denn hier? Use. Okay, du musst erst Inventar sagen. Show Research. Okay. Core Public Sales. Shop Counter. It would save us a lot of running around to sell goods if we could get the customers to come to us. Gear Storage für Armor, Weapon, Boat Box, Crossbow Locker, Small House. Tech Level 2 einfach allgemein. Fabric Manufacturer. If we can make our own fabric, it makes clothes and armor crafting more cost effective. Das wäre so die Sache, wo man dachte, hey, man hat Stoffe. Man verwandelt die wiederum in das Zeug. Defense, Makeshift Walls, Fuel Generator Theory, Wind Generator, Indoor Lightning. Lighting, wie auch immer. Cooking, Cotton Farm, Rice, Wheat, Cotton. Manufacture Fabrics. Okay, also da sieht man schon die einzelnen Schritte. A common crop in the swamps. Industry, Iron Plating, Improved Stone Mining. Storage Boxes für Ore Mining. Oh, vielleicht sollten wir das angehen. Dann haben wir nämlich eine Möglichkeit, vielleicht Sachen zu sammeln und dann darüber zu bringen. Obwohl ich jetzt schon wieder weiß, dass es das nicht so macht, wie ich mir das vielleicht wünsche. Okay, Smithing, die unterschiedlichsten Klamottensachen. Simple Training Dummy. Das könnte. Damn, rookies are useless. Getting beaten up because they can't hit anything. A basic training dummy, you wouldn't let them train their attack skills up to about level 5. Und Lock. Smith Training Box. Aha. Learning to pick locks is hard to get started in. It's too late to learn once you're locked in a cage. Training is needed to get your foot on the ladder. Ha, interessant. Vielleicht sollten wir hier mal die Augen offen halten. 5 Bücher bräuchte ich insgesamt für das. Aber das zu machen, wäre doch schon gar nicht mal falsch, wenn man da wirklich so ein bisschen vielleicht was lernen könnte, falls man tatsächlich irgendwann mal gefangen genommen wird. Dementsprechend, ich bin mal so frei und werde jetzt hier nochmal einmal rundherum laufen müssen, in der Hoffnung, dass wir da was finden. Hey, hier sind neue Leute jetzt aufgetaucht. Human Mercenaries einfach nur. Was bist du für einer? Wirst du auch einfach als Mercenary bezeichnet? Griffin ist weiterhin hier. Hi. Schön zu wissen. Divine Blessings, show me what you got. Hast du Bücher? The little boy that got dismembered by skeletons. The number one best-selling children's book of today. Little Timmy liked climbing trees and playing hide and seek with his friends, but he always skipped on his prayers. Then Timmy met his first skeleton. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht unbedingt positiv auf Skeletons reagieren, ey. Ja. Okay. Das ist es nicht. A Bakery? Irgendwie habe ich das Gefühl, entweder sind hier neue Sachen, wow, Spiel, jetzt rein, wow, Autosaving hinterher, Dankeschön.
neue Sachen hier wirklich reingeladen wurden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier vorher meine Bakery war. Beziehungsweise Mechanical Shop. Mechanical Shop, was hast denn du? Denn logischerweise, wenn wir nach Büchern suchen, wäre es natürlich ganz hilfreich, alles abzuklappern. The Holy Construction Trader. Let's trade. Research Artifacts. 300. Oh, oieiei, okay. Was hast du sonst noch so? Advanced Outpost Blueprints. Building regular outhouse isn't going to get us far. We need to study some new fundamental engineering concept that will allow us to build something bigger that can stand up to assaults from anything and everything. Random Furniture. Das klingt auch nicht falsch, kostet aber halt um einiges mehr. Okay. Ich würde mal sagen, dafür haben wir das Geld uns einfach hier geholt. Wir holen uns diese fünf Sachen. Und ich überlege tatsächlich Support Beam 1, 2 Display Stand, Interior Wall Metal, Rusty Sink, Outhouse, Support Beam 3. Meine, das, also wir brauchen eh Research Bank, Level 2 oder Bench. Das haben wir nicht, also brauche ich das auch gar nicht erst großartig hier in Angriff nehmen. Und ich bin aber so frei und schmeiß dir hier das Zeug einfach entgegen, in das Ganze so ein kleines bisschen wieder auszubalancieren, auch wenn es logischerweise nicht viel ist. Okay, dann würde ich einfach mal wirklich sagen, wir gehen auch sofort wieder zurück zu unserer Heimat, die ich immer wieder aus den Augen verliere. Wo ich immer noch die Bäckerei mir kurz angucken möchte. Denn ich habe das Ding nicht in Erinnerung. Gerade diese größeren Gebäude. Ich meine, man sieht, das ist ein Gebäudetyp. Aber halt, man hat immer das Gefühl, das sind Baracken oder ähnliches. Und das ist eine Bäckerei. War das schon immer eine Bäckerei? How can I help? Show me what you got. Ja, also, er hat zwar einen anderen Namen bekommen, ist aber, wenn man ganz ehrlich ist, nichts anderes als eine Bar. Nur, dass man da halt scheinbar nicht so einfach übernachten darf oder Leute rekrutiert. Okay. Dann werden wir mal gucken, wie das mit dem Research jetzt weitergeht. Denn das ist das erste Mal, dass wir Gegenstände dafür brauchen, um das starten zu können. So, Inventory. Wow. Help, Share food. Character in a squad will automatically share any of the food. Das ist natürlich nicht schlecht. Follow formation. Ein paar interessante Sachen mit dabei, aber wir wollen Crafting. Research. Dann mache ich mal das ganz kurz zu. Wenn es soweit ist, werde ich darauf zurückspringen. So. Und zwar Simple Training Dummies. Not an artifact. Research cannot begin. Find artifact, place them in the research bench. Okay. Wir sollen also das Zeug da jetzt. Ich habe nicht die Taste dafür gedrückt. Jetzt. Okay, Stack ist scheinbar hier maximal von 4. So. Dann sage ich mal einfach hier, hey, macht das beides. Und let's go. Wir werden jetzt hier nicht allzu viel anderes machen, aber das ist erstmal soweit in Ordnung. Wir müssen dann natürlich gucken, was wir brauchen, um das aufzubauen. Und da gleich als nächstes, was müssen wir machen, um das Ganze instand halten zu können? Denn, wie man sich vorstellen kann, einfach auf irgendwelche Training Dummies. Oh, hi. Oh, I see. Hör mal auf damit. Man sieht das Problem. Die laufen da also um die Ecke. Und Pathfinding hat Probleme, so viele Leute auf einmal um die Ecke zu bringen. Was einfach dazu führt, dass sie sich dann da durchklippen. Great. Aber damit wissen wir zumindest, worauf oder warum das so ist. So. Ich hoffe mal, okay, man kann das auch hier relativ gut sehen. Die Tür ist zwar immer noch weiterhin offen, aber ich hoffe einfach mal nicht, dass da gleich jemand reinmarschiert und uns umnietet. Hallöchen. Wir gucken nebenbei. Quink. Kann mit dem leider nicht interagieren. What? Research complete. Simple training dummies. Nice. Ja, die Idee ist logischerweise, dass wir die dann hier wirklich da drin aufbauen. Und daran uns trainieren. Und ich denke sogar tatsächlich ernsthaft. Denn ich denke, die mit beste Idee, die wir aktuell haben, einfach weil ich weiterhin diese Sleeping Bags suchen möchte oder finden möchte, dass wir uns weiter umgucken. Andere Städte ansteuern. Und hoffen, dass wir dann, wenn wir unterwegs sind, tatsächlich auf neue Leute und vielleicht auch Gegenstände treffen. Aber dafür möchte ich mich vorbereiten. In der Hinsicht wirklich, dass wir notfalls aber kämpfen können. Notfallshalber uns aus gewissen Situationen vielleicht wieder befreien können. Und ich noch nicht weiß, wie das genau abläuft. Gerade wenn man überlegt, man wird auf einmal irgendwie versklavt oder ähnliches.
Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man da einfach so ausbrechen soll. Ist interessant, wir sind ja auf höchste Geschwindigkeiten gefühlt, dauert es trotzdem doch relativ lange. Aber hey, besser als nur mit einer Geschwindigkeit arbeiten zu können. Das ist also etwas, was man entwickelt und doch einfach akzeptiert. So, bisher scheint es ja relativ friedlich zu sein. Ich meine, zugeben, wir haben uns auch noch nicht allzu sehr da umgeguckt. Vor allem, weil wir da hinten immer noch diese eine Stelle hatten, die ich ganz gerne ansteuern würde, aber ich darf ja nicht, weil da immer irgendwelche, wenn auch vielleicht kleineren Bone Dogs unterwegs sind. Okay. Gucken wir weiter. Wir haben jetzt da nicht, Torch, Mining, Tech, hier, Training, ganz unten. Locksmith Training Box, Iron Plates 2, a simple box, a lockbox used to practice the art of lockpicking. It has a transparent cutaway on the side, so beginners can see how a lock works internally. Coolium, so, genau so machen wir das. Dann stellen wir das wirklich einfach hier so daneben. Cool, das habe ich jetzt genau so dahingestellt, dass der eine, genau hier, jetzt können zwei daran arbeiten. Und der Training Dummy, den wollen wir natürlich auch irgendwie hinstellen. Also man sieht natürlich hier, denke ich, auch relativ schnell, man hat nicht unendlich viel Platz. Und man sieht auch gleichzeitig, selbst wenn man das Gefühl hat, man könnte das hier so platzieren. Wo ich mich noch frage, lass mal das testen. Würde er das jetzt akzeptieren? I don't have any building materials. Also du brauchst, ne, ihr braucht alle Iron Plates. Okay, sechs Stück brauche ich davon. Wer von euch verkauft denn Iron Plates? Finden wir das mal heraus. In der Bar als erstes. Hallöchen mal wieder. Ist ja nicht so, als hätten wir uns heute schon dreimal gesprochen. Hi! Da hat jemand neues Zeug dazu bekommen. Und es sieht sehr, sehr ulkig aus, wenn man sieht, dass es so ein bisschen halt. Orange? Das ist besser? Keine Ahnung, aber es sieht ulkig aus. Ja, du hast nicht das Zeug, was ich brauche. Dann ab zum General Store. Gucken wir mal, ob da jetzt vielleicht auch schon ein Upgrade gekommen ist, das vielleicht uns sogar die Möglichkeit gibt, Sleeping Bags zu kaufen. Da möchte ich mich gleich ein bisschen zuschlagen. So, Iron Plates, sechs Stück hieß es. Hello. Did you forget to buy something? Interessant. Ja, weiß also so, oder. Steel Bars, Iron Plates. Okay. Einer zu wenig. Keiner sucks. Aber hey, das geht trotzdem in Ordnung. Dafür haben wir das Geld. Was anderes sonst noch? Weitere Research Books hast du auch noch. Gut. Aber nicht wichtig. Gibt es wirklich niemanden anderes, der mir hier noch helfen kann? Meine, mir ist, denke ich, erstmal. Was ist einem da wichtiger? Wir haben immerhin schon so ein bisschen Stärke bekommen. Wo ich mich dann schon wieder frage, was die Aufgabe des Training Dummies genau sein wird. Oh, was haben wir denn hier? Das sind einfach nur Holy Servants, ne? Ja. Ich vergesse immer, welche Seite ich bin hier. Oh, ups. Ich überlege gerade halt einfach, was man als erstes machen sollte. Dann denke ich tatsächlich einfach mal, werden wir in eine Richtung uns begeben. Ist das Ding eigentlich immer noch kaputt? Das sieht nämlich immer noch kaputt aus, aber wir haben es repariert. Will ich erst das Lockpicking machen oder erst das Training? Erzähl mir mal. Training. Level 6 Maximum. Der Melee Attack Skill. Klingt natürlich schon nicht doof. Ich denke, wir werden das tatsächlich als erstes machen. Build. Okay, so rum hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dahin rennt, aber passt schon. Ah, boah, da läuft doch gleich wieder einer rein, oder? Hi. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich hier nicht hereinbegeben. Ah. Aber man sieht, dadurch, dass es immerhin jetzt nicht abgeschlossen ist, die gehen ja rein und hauen dann sofort wieder ab. Das geht also alles halbwegs noch. Ja, und dann denke ich, wird tatsächlich die Idee sein, hier einfach auf das Ding so ein bisschen einzuprügeln und zu gucken dann, wie das Ganze abläuft. Ob man es dann irgendwann reparieren muss, ob das dann wieder was kostet. Zumindest hier bei der Tür hat es nichts gekostet. So, Training Dummy wurde repariert. Training! Oh, er greift wirklich an, ey.
Man sieht, da ist auch eine Condition. Okay, dann machen wir mal das hier nebenbei auf. Lassen ihn da mal so ein bisschen drauf losfechten. Und Melee Attack. Okay, Training. Ja, okay. Melee Combat wird verbessert. Und das Ding ist immer noch in guter Kondition. Das ist natürlich angenehm. Ich denke mal, das ist ungefähr der gleiche Balken wie der hier. Alles klar, sehr gut. So, ihr macht da munter weiter. Ebenfalls wichtig, das wurde in dem Tooltip angemerkt, als ich das Spiel hier heute geladen hatte, dass hinter verschlossenen Türen tatsächlich gerade so gewisse Geräusche nicht so laut rüberkommen. Was es ja immer wieder schick ist, dass es auch funktioniert oder sowas auch mitbedacht worden ist. So, noch 5. Wie viel war das Maximum, hieß es? Max. This Max can train up to using this equipment for any higher, it's a waste of time. Ich meine, es steigt. Es steigt. Ist da irgendwelche Nummern, die ich hier hochflattern sehe, oder irgendwelche Viecher, die hier irgendwie bekämpft werden? Irgendwas in der Hinsicht? No. Das Zeug da hinten vielleicht irgendwie noch anwesend. Okay, während der hier weitermacht, lasst uns mal herausfinden, wo wollen wir denn hin? Ich überlege, ob man vielleicht tatsächlich mal guckt, ob man hier so lang läuft, einfach mal um zu gucken, was hier gerade dieser etwas grüner aussehende Bereich zu bieten hat. Also so wie wir hingucken, müssten wir dann da lang latschen. Okay, okay. Das sollte hoffentlich nicht unmöglich sein. Aber auch hier logischerweise dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Hi. Bye. Oh, das waren zum Beispiel jetzt hier gerade wieder Banditen, ne? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Achso, die haben wieder andere Stellungen hier eingenommen. Die wechseln tatsächlich immer nur die Seiten. Interessant, jetzt haben wir, glaube ich, 2 von denen angetroffen. Beim letzten Mal, glaube ich, 1 oder 2. Und heute jetzt schon wieder ein. Wo die uns nicht angegriffen haben. Also ich weiß nicht, ob die das einfach ignorieren. Also auch wieder die große Frage, wir haben noch 7 von denen dabei. Okay. Ich würde einfach mal sagen, ich lasse die noch die Nacht hier durchprügeln. Denn ist ja nicht so, als hätten wir die Möglichkeit, irgendwo uns schlafen zu legen. Um das irgendwie anders machen zu können. So, was haben wir hier? Step House. Wartet irgendwie immer so ein bisschen darauf, dass hier irgendwas ausbricht, irgendwelche Kämpfe passieren. Das ist immer interessant, wenn hier irgendwelche Viecher meinen reinzurennen oder Banditen auf einmal meinen durchzudrehen, aber zumindest jetzt hier am Anfang ist das alles noch halbwegs ruhig. Obwohl da zum Beispiel jetzt hier, ach nee, das sind irgendwelche Packbolts, ne? Ja. Ihnen aus der Entfernung nämlich diesen Bone Wolves dann doch relativ, Bone Dogs glaube ich, relativ ähnlich. Irgendwann geht es da Richtung, ich nenne es mal unseren Norden. Aber 3 Uhr und ein paar Stunden dauern, bis es hell wird. Heißt also, dann werden wir nochmal ganz schnell gucken. Oder? Naja, wir gehen vermutlich einfach weiter. Als wir dann tatsächlich gefangen genommen werden sollten, whoopsie. Wir hoffen uns einfach, dass wir jetzt hier stark genug damit sind. Ja, aber man sieht schon definitiv, das dauert unendlich lange. Oder fühlt sich zumindest länger an als zuvor. Ich hätte natürlich trotzdem gerne die Sache hier noch zu Ende gebaut. Wie sieht's da eigentlich aus bezüglich Lockpicking? Ob 1, Ability to pick locks, open doors and safes. More importantly, however, is also used to break out of situations. Cakes. Cages, jails, handcuffs. It's for those who value freedom and don't wait around to be rescued. Okay. Lasst uns. Ah, die Tür ist noch zu. Uns sind es 9% nur. Heißt also, würde man es tatsächlich schaffen, hier reinzukommen, wäre es nicht die größte Herausforderung.
Aber natürlich gleichzeitig wieder in so einer dicken Stadt nicht möglich. So, Armor Plating ist leider nicht das gleiche. Lasst uns dementsprechend mal hier nochmal vorbeigucken. Einfach nur mal sicherheitshalber. You again? Ja, yep, I'm back. Einfach nur unendlich an Essen. Und auch hier nochmal so ein bisschen. Wir haben als Alice Moll, Sand Ninja Oni, The Voodoo Brothers, The Canyonlands Killer, The Black Dragon Duo. Einige neue Sachen dabei, ich bin mal so frei und werde das jetzt nicht weiterlesen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben noch 6 Fleisch dabei. Lass uns es auf 10 wieder aufstocken. Und dann geht unsere Reise dann auch gleich demnächst los. Unsere Reise ins Ungewisse, in der Hoffnung, dass man da irgendwas findet, das uns tatsächlich weiterhilft. Werden wir da was finden? I don't know. Einfach durch die Dings durchgelaufen, genau. Aber wir werden es einfach herausfinden. Hoffen einfach, dass wir jetzt hier nicht gleich sofort von irgendjemandem angesprungen werden. Da draußen ist schon wieder irgendwas los. Ah, einfach ein Nomaden. Ah, ich sehe. So, ich hoffe, dadurch, dass ich jetzt hier lebe, dass die mich nicht gleich wieder anspringen und überprüfen. Nope, wunderbar. Da war nicht beim letzten Mal schon recht merkwürdig. So, Nomaden laufen in einer Linie, um ihre Spuren zu verwischen. I know, I know. Und wir rennen los. So, Iron. Hier, da wäre zum Beispiel schon eine Alternative. Da ist schon wieder irgendjemand. Komm on, Spiel. Starving Bandits. Vielleicht von denen nicht entdeckt werden, während da hinten schon wieder Starving Bandits sind. Ah, goddammit. Na, natürlich relativ zügig hier auf. Uh-oh. Following the leader. Ich will doch einfach nur hinlosgehen. Wo haben sie sich eigentlich niederlassen? Die hier irgendwo reinlaufen? Das ist wieder meine Angst, dass die einfach auf einmal neben mir wieder spawnen gefühlt. Während die eigentlich versuchen, denen auszuweichen. Oh Gott, die folgen, die laufen jetzt hier genau schräg rüber. Okay. Andere Richtung. Immer. Oh, da sind jetzt zwei von denen. Wie haben die sich denn verhalten? Starving Bandits. Ich frage mich wirklich, ist das ein Name oder ist das eine Fraktion? Eine Bezeichnung oder eine Fraktion? So. Bitte riecht nicht den Kollegen, der ein bisschen Fleisch dabei hat. Dankeschön. Würde ich nämlich jetzt nicht lustig finden. Okay. Nachdem der Gift discovered a holy farm. Say what? Ah, sieht natürlich auch interessant aus. Holy farm. Okay, vielleicht können wir da ja uns mal irgendwie hinbegeben. In der Hoffnung, dass da jemand versteht, was ein Sleeping Bag ist. Discovered the Holy Mines. Frage mich, ob ich mich da tatsächlich daran bedienen darf. Oder ob das eher die Holy Nicht-Deins sind. Natürlich interessant aus von hier. Gehen wir doch mal hin. Gucken, ob man da irgendwie reingelassen wird oder ähnliches. Nein, auch natürlich interessant aus. What is this? Ore Processor. Aha. Interessant. Hier ist wirklich eine kleine Stadt, ey. Oh, blessing upon you, brother. Your time for a moment. Blessing from the Lord. Your time, please. I need to search a possession before I can allow you any further. Standard routine, nothing more. Yes, I understand. Thank you. Now let's see. Everything is in order. Okay. Interessant, dass ich nicht reingelassen worden bin. A slave. Are you attacking me? No. No idea what they're doing. Let Okran guide you, child, under the watch of your holy brothers. Narco will blacken you no more. What is even happening here? Okay, private. You're all fit for work. Ich will eigentlich nur wissen, was hier ist. Residential Slave Shop. Hey, hey, hey. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Guten Tag. Talk to Skinner. No for devotion. Any travel advice you can give me? Venturing on a pilgrimage, brother? Well, it's best to stick to holy territory. The outer lands are infested with Nakros heretics that will try to deceive and tempt you into the darkness of them.
But if you must venture further, above all else you must avoid traveling northwest. Only the most devilish monstrosities prowl there, 100 times the size of a man, with the hunger of a rabid demon. The foolish creature, treasure hunters, are the only travelers to delve there, never to return. But how tragic it is, there is nothing there worth searching for. There's no place for riches if Okran is already in your heart. Oh boy. In tips on how to live more wholesomely for an Okranite newbie. Sure. Study the scriptures of light, meditate on them, pray to Okran, respect his holy servants with an open heart. Brother, this is the way to a pious existence. For darkness, prey on an undiscipled mind. As for duty, if you are blessed with the skills for it, you may carry out Okran's retribution directly by bringing marked heretics to the Inquisitorium. Thanks for the info, I guess. Hätte mir eigentlich gehofft, dass ich mit irgendjemand von dem über Slaves reden könnte. So, Private. Na, leider haben die keinen Job, aber das ist nicht so überraschend, würde ich mal behaupten. Oh, faster. Okay, die sind also da rausgegangen. Und ich gehe mal von aus, sonderweise, die gehören zu niemandem. Blessings upon you. Ja, thanks, I guess. So, gucken wir mal. Okran's Pride. Mhm, okay. Ja, ein bisschen weiter weg, um sehen zu können, was da auf einen wartet. Also, nicht die Richtung, die wir einschlagen werden. Aber ich denke, das wird die Richtung sein, die wir einschlagen müssen, wenn wir hier weiter wollen. Oh, was kommt denn hier? Starving Bandits. You know what? Let's wait. Ich will wissen, wie diese Situation aussieht, wenn auf einmal hier Starving Bandits entlang latschen. Mein Notfalls aber versuche ich mich da reinzuretten, aber logischerweise gleichzeitig weiß ich nicht, was passiert, wenn vielleicht auch noch die Slaves meinen, hier lustig mitzumachen. Aber dafür müssten die erstmal auftauchen. Okay, interessant definitiv zu sehen, dass die Wachen auch bei den Sklaven bleiben. Warum auch immer die jetzt nicht kommen. Ich habe die doch gerade eben gesehen. Also, die vielleicht weglaufen. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann lasst uns mal dann nach unten gehen und wir hoffen einfach mal, dass wir da wieder von nichts irgendwie angegriffen werden. Denn sonst sieht es vielleicht ein bisschen... Discovered Bad Teeth. Okay. Wir sind also in England. Bad Teeth. Ha. Huh. Mitten hier drin, ey. Oh oh. Drifter. Ein sehr starker Drifter. Ich hoffe einfach mal, dass du mich... Oh, hi. A Bone Dog. Bone Dog, der mich nicht sofort angegriffen hat. Ich denke mal, das ist nicht mal Glück. Hey, ich kann mit ihm reden. Talk to. Mit Slimes. Nee, Slints? Slimes? Slints. An Adventurer. Hm. Do you enjoy the hospitality of the United Cities? I don't. No? Yes? I see. Okay. Great. I guess. Oh, der kämpft gegen das Vieh. Nice. Dann nicht mal sehr riskant. Oder auch nicht, denn der Typ hat mit 40, 38, 43, 33, 51 ziemlich gute Werte. Falls du es nicht schaffen solltest, ich bin immer noch hinter dir. Vor allem ist ein erwachsener Bone Dog. Heißt also, der hat uns einfach ignoriert, weil er keinen Hunger hatte, vermute ich mal. Ich stehe einfach dabei und guck zu. Huh. Er hat es einfach nur besiegt. Dankeschön. Natürlich wiederum interessant zu beobachten, dass der das einfach nur umgenietet hat. Wird natürlich für mich so gewisse Sachen angenehmer machen. Weil ich damit nämlich jetzt 3 Fleisch extra habe. Okay, wir haben hier Small Iron. Wie zu gucken muss ich da hinlatschen? Ich sehe es von hier nämlich noch nicht. Müssen wir vermutlich hier aus entlang. Denn durchs Wasser will ich mich mal ganz kurz nicht begeben. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendeine Physik dahinter tatsächlich haben sollte. What is this? Aha, ein Kleiderhaken? Maybe? Hm. Naja, das ist ein bisschen, muss ich zugeben, ich hoffe, dass der Drifter vielleicht Interesse hatte, sich uns anzuschließen, aber der hat uns nur eine Frage gestellt und dann war es das Spiel, kann man... So... Bad Teeth klingt wie eine relativ unangenehme Stadt. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde mich hier versuchen, clever anzustellen. Was auch immer das bedeuten würde, ey.
werde also versuchen, da noch nicht so weit reinzurennen, sondern erstmal zu gucken. Da sehe ich schon wieder irgendwas. Na, gucken wir mal. Wir haben hier keinen Eingang. Das Kanonen? Nein, no, keine Kanonen. Nehmen wir mal aus. The Holy Nation. Ziemlich kaputt in Holy Nation. Interessant. Wie zum Gucken, man, da kommt man da rein. Ja, das ist Holy Nation Territory. Interessant. Die haben jetzt alle einen Namen bekommen. Also kann jetzt natürlich sein, dass dadurch, dass wir was Neues besucht haben, Holy Mines mal wieder, okay, dass wir hier vielleicht die neuen Add-ons jetzt am Laufen sind. Und wenn wir dann vielleicht zurück nach, obwohl wir sind ja schon einmal von Stack weggelaufen und wieder hin. Was ist hier los? Hier sind rausgelaufen. Oh, da draußen steht eine vereinzelte Armbrust. Hallo. Ist immer lustig, wie sich alle zu einem hindrehen. So, ich hoffe mal, ich mache jetzt hier damit keinen Fehler, hier reinzurennen. Das ist natürlich eine interessante Stelle hier. Wenn du wirklich nur einen Eingang, okay, jetzt zwei hast. Da draußen, ganz alleine. Okay, gehen wir doch mal hier in die Bar rein. Wenn wir hier schon mal sind. Hinten, oh, interessant. Könnte man also auch hier kaufen, aber bin mal so frei. Willst du hier nicht einfach Blindhäuser kaufen? Davon habe ich nämlich nicht allzu viel. Love and Devotion. Sure. So. Wollte mir eigentlich noch den anderen Kollegen angucken, aber hier. Ja, du hast nichts Interessantes. The Black Dragon Duo. Ja, wie gewohnt. Das kennen wir schon. The Preacher. Eyewitness Description. Hell like a stick man. What more do you want me to say? Schön, dass das alles so dokumentiert worden ist. Wen haben wir denn hier? Ulks. Looking for a good medic, Drifter. I've got a plenty of experience in the field. Can you fight too? I've never been much of a fighter, but if that's what you need me to do, I will do it. Sounds good, how much? 6.000 cats. I'll pass. Ansonsten, das sieht natürlich ja auch ganz toll aus, aber man kommt immer noch nach oben. Great. Ich will hier nicht nach oben. Ich will. Haben wir hier auch noch irgendwelche anderen Läden? What is this? Tempel. Oh, da ist noch oh, drei Eingänge. Das ist schon ein wenig zu viel, würde ich mal behaupten. Longhouse, a Backhouse, a Longhouse. Ach so. Man sollte natürlich auch hier oben gucken, weil Armory, Weapon Shop, Bakery sagen natürlich tatsächlich ein bisschen mehr aus. Noch eine Bar. The Small Water Tank. So. Grogbuck. Sing. Beansprout. Finn. You know me. No, I don't know you. Jafar. Resin. Liplum. Albertine. Edgeside. Okay, also sieht man, jetzt haben wirklich die Leute mittlerweile alle Namen bekommen. Looking for a good medic, Drifter. How much? Okay. Talk to Sing. Hungry medic looking for work. How much? I pass. Hey, Beansprout. Bah, fools. Best even so good offense. Armor is king. You can't kill someone if you can't take a hit or two. What do you say for taking on a smith? Depends on how much you're charging. 6,000. No, thank you. Finn. Interesting in hiring engineer. Looking for work. How much are you charging? 6,000 ist so viel. Hey, you wouldn't happen to be hiring, and if I am, let me join. Hold on, what's your name? Yep, come on, let me join. How much? 5.500, ein bisschen günstiger, aber immer noch Geld. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mittlerweile nicht mehr dran vorbeikomme, für die Geld zahlen zu müssen. Ich hätte ganz gerne jemanden für kostenlos. Noch eine Bar. What the? Also kein General Store zu haben? Barracks? Armor Shop, Barracks. Ah, schon ein bisschen doof. So, wen haben wir denn hier? Sablet. Let's. Killbod. Quink. Okay, dann reden wir mal weiter. You wish to speak with me, Holy Brother? Are you here for work? 3000.
Okay. Wie sieht's aus? He is a greasy, alcoholic-looking fellow, spinning a scalpel on each hand as he talks with you. What it will be, my Myanmar haircut? Facelift? 200 cats. Sure, I'm gonna facelift. No, thank you. Ach, der Kollege auf einmal zu Schluss spendet. You there, are you looking for a teacher? One who masters the art of swordplay from a grandmaster such as myself? I'm a traveling teacher, what do you think? Sure. How good are you? Me, my blade has caught the fierce foes, both beast and serpent alike. My fighting style system will let you conquer kings, quell demons. This mental army is but wait, there's more. Go on. I'll teach you the secret techniques passed down through generations of warrior monk. The one-legged monkey cut, then two-finger push, the hairy eyeball of dismay. But wait, there's more. I'm listening. Reserve a spot for me, your personal grandmaster, and receive two free blessings of good fortune. Just one easy payment of 3,000 cats, and you can be grandmaster too. Wow, what an offer, really, just wow. Here you are, sensei. Where's every cat? You know what? Oh, interessant. Man kann die also dann scheinbar noch anpassen, wenn man möchte. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wir nehmen das, was wir bekommen. Ich werde jetzt hier gar nicht großartig an denen herumspielen, mit einer Ausnahme logischerweise, deren Name. Und ich würde einfach mal sagen, jemand, der schon so viel Wissen hat, kann einfach nur Weißbrot sein. Willkommen. Hooray! You have hired your first recruit. You can select different squad members by clicking on the icon in the squad panel or by using the number keys or by select a left click and dragging over the in-game characters. Select your new recruit. You can check your character skill stats by opening the stats menu from the command menu. You're pretty shit, dude. Ja. Sicher, das ist Weißbrot. Hallo, Weißbrot. To perform first aid, exchange item inventory, guard, follow and carry squad members. Hold right click on them or on their portrait to click up, bring up the interaction menu. Arrange and rename different squad via the squad menu. Yep, du kannst so überhaupt nichts. Besonderweise hast du nicht sowas wie Charme auf Maximum oder ähnliches, denn das hat mich natürlich angesprochen. Hey, wir sind aber jetzt schon zwei Leute. Great. Du hast so überhaupt nichts. Tja. Ja. Das wird lustig. Okay. Wir sind zu zweit unterwegs. Wir haben Geld für den ausgegeben. Das war vermutlich die dümmste Entscheidung, die ich gemacht habe. Aber so wie der gesprochen hatte, musste ich das einfach herausfordern. Entweder war er wirklich, wirklich gut oder er war richtig scheiße. Und ja, zweites. Okay. Mit der Weißbrot an unserer Seite. Würde ich doch einfach mal sagen, warum bist du so viel schneller als ich? Weil ich vermutlich diese Sachen da trage. Kann das sein? Vermutlich mal. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Ziehen wir weiter? In der Hoffnung, endlich mal einen Schlafsack zu finden? Ernsthaft, hat keiner von denen die Möglichkeit, mir einen Schlafsack zu verkaufen? Deswegen, ich brauche ja nicht in die Armory reinrennen. Wo ist der Unterschied zwischen der Armory und dem Armor Shop? Das ist privat, das nicht. Alles klar. So, Weißbrot bleibt mal draußen. Stirbt dabei nicht. Und ich renne einfach mal in die Armory rein. In der Hoffnung, ob man nicht hier vielleicht mal irgendwas findet, was einem sogar mal hilft. So, Senji. What you've got? Ja, Rüstung. Einiges an Rüstung. Und dann hier an der Seite Police Helmet. Waren welche in Grüne gerade hervorgehoben, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Fehler war. Einiges an Zeug, einige Helme. Müssen wir vermutlich auch irgendwann überlegen, sich mal so einen Helm zu kaufen. In der Hoffnung. Ja, 1000 ist natürlich schon eine Masse, ey. 600, 1800. Wie kann man das denn irgendwie an Shoddy? Ich weiß nicht, auf welcher Logik das wirklich sortiert wird. Shirts wäre natürlich auch mal eine Überlegung wert, aber ich zahle keine 8000 für ein Shirt. Kannst du aber wissen. Deswegen für 300, selbst 300, wenn man ganz ehrlich ist, ist es zu viel. Das ist eine Leather West. Das ist schon wieder Chainmail.
Light Armor. 600. Deswegen, also da wäre meines Erachtens auch sehr angenehm, wenn man einfach hier eine kleine Ansage bekommen würde, wie viel das denn kostet. Und dass man gleich drüber halten muss. What is this? Faceplates? Sieht aus wie ein Teddybär. Merkwürdig beängstigend aussehender Teddybär. Oh, Samurai Helmet. Fog Mask. Okay, kinky. Also, das wird auch logischerweise was für die Zukunft sein, wo wir versuchen, vielleicht sowas selber herzustellen. Aber wir sind nur weit davon entfernt. So die Idee muss ja eigentlich sein. Weiterhin trotzdem auf die Suche zu gehen. Aber wir könnten natürlich trotzdem überlegen. Wozu? Ich hatte doch irgendwo mein Sleeping Bag gesehen gehabt. Deswegen, das ist das, was mich so ein bisschen ankotzt. Wir haben das Sleeping Bag gesehen, aber ich weiß nicht wo. Dementsprechend, meine Überlegung muss jetzt tatsächlich sogar sein, denke ich, fast wieder umzudrehen. In der Hoffnung. Deswegen, ich glaube, wir waren nämlich beim letzten Mal nicht nach Squin zurückgekehrt. Ob man in Squin nicht die Möglichkeit hat, welche zu kaufen. Discover the Holy Farm. Genau, das würde ich mal ganz gerne auch nochmal angucken, wo auch immer das genau ist. Irgendwo. Oh, noch eine. Würde die Holy Farm nämlich ganz gern mal sehen. Aber meine Idee wird dann auf jeden Fall sein, dass wir. Hey, komm mit. Dass wir irgendwann, wenn wir wieder zurückkehren zu unserem ha Zuhause, das Weißbrot erstmal dort bleibt und einfach nur trainiert. Wohingegen unser einer. Die beiden sind so auseinandergezogen. Geht mal bitte. Erstmal zueinander, denn spätestens wenn dann irgendwelche Banditen meinen, uns in die Nähe zu kommen, könnte das unangenehm werden. Gibt's sonst irgendwas, was man über dich wissen sollte? Total Weight. Ja, da ist der große Unterschied, deswegen erst bei Weitem schneller unterwegs. Keine Encumbrance gegen. Okay, angeblich auch keine. So, wir haben natürlich jetzt hier so ein Business-Problem, falls hier irgendwas uns entgegenkommen sollte. Die Holy Farm ist so weit entfernt. Deswegen, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel über den Weg hier wieder irgendwie rauskomme. Aber ich würde einfach mal sagen, das gehört dazu, dass wir uns hier ein bisschen umgucken. So, ihr beide geht einfach mal wirklich. Oh, hier ist mal wieder irgendwas abgestürzt. Ihr geht einfach mal ungefähr hier hin. Trefft euch da mal wieder. Dann. Achso, kann ich nicht irgendwie sagen, ihr sollt in Formation laufen? Wäre natürlich auch theoretisch nochmal relativ hilfreich. Zum Factions. Das Bandit minus 10, Starving Bandits minus 10. Interessant, hier so eine Übersicht zu bekommen. Habe ich bisher noch nicht gesehen gehabt. Bleibt mal beieinander. Das würde mir sehr helfen. Was nicht funktioniert. Okay. Ach so. Der eine muss dann vermutlich dem anderen folgen. Deswegen. Follow. Was nicht funktioniert. Great. Darf dann nämlich nicht beide auswählen. Follow. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir das. Muss ich nämlich nur meinen weiterhin steuern. Haben wir hier eine kleine Brücke? Da hinten ist es dann schon, die Farm. Die dürften uns jetzt hier erstmal noch nichts tun. Müssen uns also erstmal noch keine Sorgen machen. So, ich bin aber trotzdem mal so frei, dadurch, dass es hier relativ sicher wirkt. Machen wir das mal ein bisschen schneller. Und marschieren da mal rüber. Oh, was haben wir hier? Domesticated Bulls. Nice. So. Ja, jetzt haben wir hier diese Bereiche. Das sieht nicht aus, als würde man da so einfach wegkommen. Aber wenn man da oben lang läuft. We're taking your food. Oh. Oh. Da kommen Banditen. We take everything we can eat. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Okay, die haben Leute, die hier bereit sind. And you won't die. Aha. So, wir bewegen uns mal so langsam wieder voran.
Wir wollen sehen, was passiert. Not gonna share anything. Fine, have it your way. Aja. Kadonk. So, wollen wir mal ganz kurz gucken, denn die hier hat schon relativ gut zugeschlagen. Holy Nation einfach nur bleeding. Hat er meinen Schaden abbekommen? Ich gehe davon aus, dass gerade durch die Masse hier nicht die größte Gefahr existiert. Nice. So, wir rücken einfach mal mit hierher. Wir haben zwar nicht vor, wirklich zu kämpfen, aber interessant wird es natürlich trotzdem mit sein, was passiert. Falls jemand meint, auf uns zuzulaufen, werden wir vielleicht sogar den Kampf mal... Oh, die sind sogar gar nicht mal so stark. Interessant. Weißt du was, während keiner uns hier gerade stört, klaue ich denen wenigstens deren Waffen. Es gibt immerhin ein bisschen Geld. Da sind so viele drumherum, die einfach ganz einfaches Spiel mit den Personen hier haben. So, wie sieht es eigentlich aus mit euch? Unconscious, recovering coma. Meine, interessant wäre natürlich auch ebenfalls zu überlegen, ob jetzt zum Beispiel sowas wie Weißbrot sich nicht ein von denen krallt und wir den einfach bei der Holy Nations abliefern. Pick up. So, und jetzt sagen wir mal wieder vorne. Gut, während du jetzt hier den einen hast, mache ich weiter mit dem Einsammeln. Muss nicht mal natürlich gucken, dass wir das hier clever aufbauen. Ja, die lassen die da einfach liegen. Das ist natürlich sehr, sehr ulkig. Ich glaube, das waren ungefähr alle. Ja, ich sehe sonst keinen mehr. Wunderbar. So, dann hat Weißbrot hier nebenbei mal was zu tun. Ja, man sieht, er ist dadurch auf einmal extremst langsam geworden. Meine Frage ist, was ich wiederum machen müsste, um vielleicht einen eigenen Käfig zu basteln. Sollte ich vielleicht auch überlegen, den zu heilen? Wäre vielleicht auch so eine Überlegung wert. Bevor der nämlich hier uns einmal mal drauf geht. Er hat nämlich so ein bisschen Kopfprobleme. You've suffered too much damage. You won't be getting up again until our critical parts have been recovered above zero. Also was, ich lasse den einfach mal da. Ignorieren wir das Ganze mal ganz gepflegt. Und gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Raus und nach Hause vor allem kommen. Aber man sieht, Weißbrot hat definitiv hier mit dem Kollegen so ein bisschen zu kämpfen. Ja, aber das Gute ist, es gibt ihm tatsächlich, denke ich, so ein bisschen Energie. Oder Stats, sollte man sagen. Also warum nicht? So, ich werde mal was machen. Und zwar, ich klicke mal hier hin. Ich werde mal wissen, wie die das angehen. Die haben ja so ein bisschen Pathfinding-Möglichkeiten. Husch. Okay, der schafft das da relativ simpel hoch. Reicht da nicht Nein zu? Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, logischerweise jetzt, wo Weißbrot lustigerweise wieder langsamer geworden ist. Notfalls halber, falls wir von irgendwelchen Banditen angegriffen werden, müssen wir vielleicht die Leiche wieder fallen lassen. Oder die Fastleiche, sollte man sagen. Aber mit ein bisschen Glück. Am liebsten würde ich ihn natürlich selber irgendwie... Starving Bandits. Hier, ja, erstmal ein bisschen wieder nach unten. Nur deshalb müssen wir einen bisschen längeren Weg einschlagen. Was haben wir denn hier? Holy Nations Outlaws. Meinen die sollten uns erstmal nicht viel tun, würde ich sagen. Vor denen muss ich mir hoffentlich keine Sorgen machen. Vor allem, weil sie auch an so einer einfachen Karawane einfach vorbeilaufen. Achso, dass es Nomaden sind, okay. Shit, Beeilung, Weißbrot. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass die uns irgendwie angreifen. Okay, wunderbar. So, bleibt mal ein bisschen beim Weißbrot noch. Bisschen, no, what are you doing? Stop with the jobs. Stay here. So, und jetzt sollte ja die Idee sein, dass wir den Kollegen einfach abliefern, richtig? So.
Ja, da wurde einfach nur dot, dot, dot gesagt. Wofür müssen wir da hin? Bakery? Na, nicht ganz. Police Station. Weißbrot. Geh mal zu der Police Station. Weißt du was? Ihr geht da beide einfach mal kurz hin. So. Mit wem muss ich hier reden? Kann ich den einfach da reinschmeißen? Ah, put in cage. Hohoho, Kannibalen auf den geworfen. Ach so, die haben den geheilt. Interessant. Pine Farm, Loot Stealth KO. So, keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwie geholfen hat oder ob das clever war, aber hey, wir haben den jetzt einfach auch nochmal mitgenommen und abgeliefert. Athletics auf 5. Running fast with a light inventory. Nice. Wie sehen wir da eigentlich in der Hinsicht aus, wenn ich mal fragen darf? 44. Wow. Ja, das ganze Hin- und Her-Gerenne hat es schon mal so ein bisschen getan. Okay, dann würde ich sagen, wir haben immer noch keine Sleeping Bags. So doof. Aber wir werden jetzt tatsächlich hingehen und Weißbrot so ein bisschen trainieren lassen. Das heißt, also er wird jetzt hier tatsächlich diesen Job bekommen zu trainieren, bis er das endlich mal gebacken bekommen hat. Ja, und du gehst in der Zwischenzeit einfach mal hin und schmeißt mal das Zeug da. Oh, da war sogar schon was am Warten. Nice, so. Du könntest da vermutlich mitmachen. Nur dadurch, dass wir das so doof gestellt haben, ist es nicht der Fall. Was nicht schlimm ist, aber gut zu wissen. So, geh du mal raus. Denn wir waren ja ein bisschen unterwegs. Das Ding ist logischerweise zu. Okay, aber nachdem wir jetzt ja angefangen haben, einfach mal einen von denen zu kaufen. Ich denke, wir werden hier relativ simpel einfach hingehen. Und so nach und nach einfach weitere Leute kaufen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht dann gemeinsam irgendwie das auch. Wo war die zweite Bar, wenn ich fragen darf? Ich vergesse. Weil dass sie leider alle immer so ein bisschen gleich aussehen, die Dinger hier hinten. Vielleicht werden wir dann einfach hingehen und dann zu dritt auf diese Sachen da einschlagen oder zu zweit, okay. Wenn wir schon irgendeine Möglichkeit finden, wie wir uns da durchprügeln. Aber meine Idee, Wolf Den 60 has been wiped out. Mein Glückwunsch. Was soll die Idee sein, irgendwann immer größer zu werden? Und dann vielleicht irgendwann seine eigene Basis zu starten. Ei. Ei, indeed, ja. So, irgendjemand Interessantes hier. Spade. Warum kann ich mit euch reden? Hello there, Tony. I have animals for sale. Carry stuff for you. Fight alongside you. Make a good meal, they do. Show me what you got. Oh, interessant. Also, komplett anderes UI. Die sind auch unterschiedlich wert. Interessant. Hattest du sonst noch irgendwas? Do I need to feed them? Of course. Da wollte ich da gar nicht mal fragen. Safe Fence. Thief. Taron. Could use Company 3000, okay. Ah, hey, wir haben hier. Ist das nicht ein Dings? Oh. Interessant. Bin ich hier, dass die hier reingelassen werden? Ja, du hast leider nichts Interessantes. Okay. Wir haben eine neue Person an unserer Seite. Das heißt, wir werden auch auf jeden Fall. Oh, hätte ich eigentlich auch gleich Sachen verkaufen können. Aber hey. Das soll jetzt für heute nicht mehr das Wichtigste sein. Wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, dass die alle jetzt ebenfalls Essen brauchen. Ja, schon auf 3. Wenn das Ganze schon auf 5 gebraucht wird, ist da schon wieder Ende im Gelände. Aber wie das genau wirklich weiter verläuft, das müssen wir dann nochmal genauer durchplanen. Ich meine, ich könnte ja einfach hingehen und Research schon mal so vorbereiten, dass man wenigstens alles macht, was keine Bücher benötigt. Dass man da einfach das wenigstens macht. Dann hat man hier wenigstens was zu tun. Gerade vor allem, wenn man auch überlegt, diese eine Box noch zu bekommen, wo man ein Ohr drin lagern kann. Vielleicht finden wir da irgendwie einen Weg. Oh, was haben wir denn hier wieder? Starving Bandits. Und irgendeine Person, die meinte, hier reinzurennen. Okay.
Holy shit, das sind verdammt viele. Oh oh, da draußen ist irgendwas los. Ah. Ich hatte mir wirklich erhofft, dass die Banditen durchdrehen. Denn so viele wie das sind, das wäre vermutlich nicht allzu schön verlaufen. Ha. Und die Banditen haben sich natürlich da drauf gestürzt. Ich hätte wirklich erhofft, dass die hier mehr Stress machen. So, zu guter Letzt für heute nochmal. Aber hey, wir kommen hier heute zum Ende. Wir haben mit Weißbrot unseren ersten Begleiter jetzt hier dabei. Weitere werden in der Zukunft folgen, wie jedoch und wann, das ist mir noch nicht klar. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.